Backstory zu meinem Drachen von dem Cameraman enthalten. Dieser Drache entstand in einem Labor. Dabei wollte man eine Kreuzung aus Drache und Roboter erschaffen. Doch während des Prozesses kam es zu einer Überlastung des Systems und ein Kurzschluss sorgte dafür, dass der Drache zum Leben erwachte und Kräfte entwickelte. Die Wissenschaftler versuchten, den Drachen unter Kontrolle zu bringen. Doch das machte den Drachen wütend. Ihr spiegelblaues Feuer, in dem Fall eher Blitze, und seine Hörner leuchten dabei auf. Er teilte mit seinen blauen Federn Stromschläge aus, die jeden anderen in deren Nähe sofort erledigte. Sein Schrei gleicht dem eines Sauriers und verursacht damit Erdbeben. Es wurde alles daran gesetzt, diesen Drachen zu fangen, und man hatte sein Kabel festgehalten. Als er sich befreite, wurde ein Kabel zerstört. Der Drache erschuf ein Portal und verschwand ins Nichts. Drache war nun unauffindbar. Special Features. Special Federn. Auf blauer Seite mit grünem Leuchten, unklar, wofür dieses Feature eigentlich ist. Auf einer Seite hat er nämlich blaue Federn, auf der anderen nur lila. Deswegen Special Seite noch Fe lila Federnseite hat der rote Akzente. Auch hier ist leider unklar, was die Bedeutung des Features ist. Warum aber auf der einen Seite nun blaue Federn und mit grünen Akzenten und auf der anderen lila Federn mit roten Akzenten sind, ist auch noch nicht geklärt. Muss allerdings was mit der Systemüberlastung zu tun gehabt haben.